Hi, ist René von Style Ranking und wir sind immer noch auf der Beauty unterwegs. Momentan gerade am Stand von Hollywood Nails und ich habe neben mir den Ralf. Der Ralf ist Vertriebsleiter, Verkaufsleiter bei Hollywood Nails. Und Ralf, sag mal, der Sommer ist gekommen, das Frühjahr startet jetzt bis Ende März. Wo geht's denn mit den Farben? Einfach farbenfroh. Ich glaube, nach diesem Winter haben wir alle Sehnsucht nach einer viel Farbfrischung und Farbvielfalt. Und das ist geboten. Und auch das Bekenntnis zur Farbe. Da legt man sich noch gar nicht fest. Erlaubt ist, was gefällt. Das gilt mehr denn je. Und wir haben gerade sehr, sehr viel bekennende Farben. Pink, Gelb, Grün, Blau und sowas in dieser Richtung. Und letztendlich das, was gefällt, ist auch angesagt. Glitzert es denn im Sommer auch wieder? Aber selbstverständlich. Glitzert es und es duftet vor allem auch. Das ist das Klare. Das heißt also, wenn du heute den Nagellack aufträgst, reicht es nicht mehr, das Farberlebnis zu haben, sondern du brauchst auch das Dufterlebnis dabei. Das heißt also, unsere Nagellacke sind also tatsächlich noch parfümiert und das gibt noch diesen zusätzlichen kleinen Kick. Okay, du hast ja hier schon ein bisschen was vorbereitet. Genau. Nehmen wir einfach mal Pink, weil für die Ladies wird Pink ja mit Sicherheit ein aufschlaggebender Faktor sein. Na, was riecht der zum Beispiel? Das sind alles Beerendüfte oder Fruchtdüfte, also ein bisschen fruchtig, beerig. Und das ist vor allen Dingen beim Auftragen und es bleibt auch eine ganze Zeit lang erhalten. Also nicht nur in dem Moment des Auftragens, sondern du hast eigentlich immer die ganze Zeit das Gefühl, so die Sommerfrische in der Nase zu haben. Macht einfach Spaß jetzt so zum Frühjahr, Sommer hin. Wie gesagt, so der Schnee einfach jetzt mal. Das gefällt bestimmt den Jungs, wenn du es mal um den Bart geschmeichelt ist und es richtig noch werden soll. Wir haben jetzt über die Farben gesprochen. Kommen wir dazu, dass es ja neben den Farben ja auch noch bestimmte Möglichkeiten gibt, Nägel weiter zu gestalten in Bildern. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz geplaudert gehabt. Es geht letztendlich darum, wir gehen vielleicht auch schon langsam mal in die Richtung. Es geht letztendlich darum, dass ja nicht nur Nagel gedeckt mit der Farbe schön sein kann, sondern auch es hingeht zu Blumenmotiven und ähnliche Geschichten. Magst du uns denn vielleicht kurz mal was erläutern, was deine Kollegin hier gerade macht? Ja, das ist also die Anne-Maria. Die Anne-Maria ist in der Lage, praktisch alle Blütenträume, die man sich so vorstellen kann, selber zu komponieren. Es gibt ganz bestimmte Blätterformen, die in der Natur vorkommen und die werden mit der sogenannten One-Stroke-Technik einfach nachgebildet. Du kannst One-Stroke, also in einem Strich, werden gleichzeitig zwei Farben ausgetragen. Das kann die Anne-Maria auch gleich gerne mal kurz vorführen. Und dann geht es darum, praktisch ein Alphabet zu lernen, halt in Blüten, nicht ABC, sondern Blüte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die werden einfach komponiert und du kannst also nicht nur tatsächlich vorkommende Blüten aus der Natur nachbilden, sondern auch abstrakte Themen damit machen. Wer diese Technik beherrscht, der ist also absolut in diesem Sommer, weil das ist das, was die Kunden wollen. Du hast also so eine Mehrdimensionalität in der Blume, obwohl gemalt wird, hast das Gefühl, das ist eine 3D-Optik. Super, passt natürlich auch perfekt zur Leinenhose, zum Leinenkleid. Gibt einen sommerlichen Touch da drüben. Vielleicht kann Anne-Marie kurz einfach mal zeigen, wie sowas aussehen kann, wenn ihr das macht. Anne-Marie, magst du uns vielleicht kurz zeigen? Das ist eigentlich auch jetzt die typische Studiosituation. Die Kundin hat ihre Nägel drauf. Das ist eigentlich alles schon, was man so normalerweise im Nagelstudio hat, ist schon passiert. Und wir reden jetzt nicht darüber, wie gut du die Nägel gemacht hast, sondern jetzt geht es darum, du möchtest einfach ein bisschen aufgepackt haben, ein bisschen gefilmt haben. So, und jetzt kommt eben, sie sagt, du möchtest Blumen drauf haben. Und jetzt ist die Künstlerin gefragt. Und das Wichtige ist endlich, dass wir hier über Kunst und über Kunsthandwerk sprechen. Das muss man wirklich von der Pike auf lernen. Es ist so ein bisschen wie Kalligrafie, nur in zwei Farben. Ich hätte es gemacht und du siehst jetzt also, wenn jetzt zwei Farben auf das Papier gehen. Und sie wird jetzt bald mit einem Pinsel beide Farben gleichzeitig aufnehmen und sofort einen Farbverlauf anschauen. Was da so leicht aussieht, ist natürlich jahrelange Übung. Dazu sagen, dass Anne-Maria wirklich ein Vollprofi ist in dem Bereich. Auch Seminare für uns abhält in dem Bereich. Also das ist schon ein ganz großes Kino. Und mit diesen Eindrücken sagen wir einfach mal Danke. Wir werden mit Sicherheit noch einige weitere Sachen für euch auf der Beauty finden. Ich danke dir, Ralf, für das Interview. Ich wünsche euch einen guten Verkauf. Ja, vielen Dank. Und ich denke, wir sehen uns garantiert wieder. Ja, viel Spaß. Danke dir. Ciao.